Shalom. Shalom, ihr Malakim, die ihr auf der Erde wandelt und im Fleische seid. Shalom allen Lebewesen hier auf der Erde. Und bevor ihr die nächsten Worte in diesem Film vernehmen könnt, sei das Datum gesagt. Heute ist der 20. Tag des 12. Monats 2021 gemäß des verfälschten heidnischen Kalenders. Verfälscht deswegen, weil die Wahrheit der Zeit im Verborgenen liegt und die meisten Menschen keine Möglichkeit haben, da sie nicht suchend sind, die Wahrheit zu erfahren. Nun, ich stehe hier vor dem Portal, vor dem Eingangsportal der Jakobikirche zu Herford. Es ist etwa 20.15 Uhr am Abend und es fröstelt. -2 °C. Und mich bewegten heute viele Dinge. Darum würde mein Geist gerne diese Worte mit euch teilen. In kurzer Zeit nun, von jetzt an gesehen, ist die erste Hälfte der Drangsal vorüber und wir erreichen dann die letzten 42 Monate der Drangsal gemäß Daniel und gemäß weiterer Prophezeiungen aus der Tora und aus der Bibel. Und weil die Zeit nun gemischt ist mit enorm viel Unkenntnis und Hass und auf der anderen Seite das, was wir Liebe nennen, sich auf dem Rückzug befindet und die Menschen kurz davor stehen, eine Offenbarung zu bekommen, Offenbarung aus dem griechischen Apokalypse. Nun, ihnen wird offenbart werden, dass sie auf der Erde gelebt haben und nicht in Wahrheit ihr Leben verbracht haben. Dieses wird nun immer mehr Menschen bewusst, weil sie den Worten des Menschen getraut haben, der Macht über sie ausgeübt hat und noch ausübt. Es kommt nun zu den Situationen, die seit Jahren durch meine kleinen Filmchen an euch weitergeleitet wurde. Wir werden nun eine extrem schwere Zeit erleben, die darin münden wird, dass der letzte Tag auf unserem Haupte liegt. Jeder wird gemäß seiner Verfehlungen bestraft und jeder wird gemäß seiner Unkenntnis und den Unwillen, Kenntnis zu erlangen, zur Rechenschaft gezogen. Ihr wisst nur sehr gut, dass wir angehalten wurden, die 10 Gebote zu halten, auf dass wir Erkenntnis erlangen und in Liebe miteinander leben können. Da selbst die ersten 5 Gebote, die das Verhältnis zwischen dem Schöpfer und uns definieren, nicht gehalten werden, nun, wenige sind unter uns, die es tun, kann sich jeder nur zu gut vorstellen, was auf die zukommt, die
alle Gebote gänzlich ignoriert haben. Sie haben, nun, die Feste gefeiert, wie sie fielen und wie sie sich die Feste gemacht haben. Sie haben sich nicht drum gekümmert, ob die Feste im Einklang mit dem Willen des Schöpfers gefeiert werden. Sie feiern die Feste gemäß satanischen Riten, wie zum Beispiel Weihnachten in 4 Tagen von heute angesehen. Sie wissen nicht mehr, dass der Dezember der 10. Monat ist, und sie wissen auch nicht mehr, wem sie wirklich die Ehre geben. Nun, sie lassen sich mit Alkohol ertränken und sie versuchen, Frieden zu halten für die wenigen Stunden, die sie in familiären Verbänden miteinander verbringen, wohlwissend, dass Streit unterschwellig stets vorhanden ist. Bedenket eins, so ihr die Erkenntnis habt, haltet euch von dem Fest, welches die Menschen feiern, auf der Erde fern. Haltet euch sehr fern davon, denn es ist ein Greuel für den Schöpfer des Himmels und der Erden. Er hat uns wissen lassen, dass wir uns keinen Baum ins Haus holen sollen und nicht dieses Fest begehen sollen. Nun, was kann man erwarten von seinen Mitmenschen, die mitten im Winter das neue Jahr beginnen, obwohl jeder weiß, dass das neue Jahr nicht im Winter beginnt, sondern stets im Frühling? Was soll man von den Menschen halten, die nachts um 12 Uhr sagen, oh, der neue Tag beginnt und es ist noch finster um sie herum? Sie haben keinen Verstand. Sie prosten sich zu und wünschen sich ein frohes neues Jahr mitten in der Nacht, obwohl sie wissen, dass der Tag erst später beginnt. Alles hat man auf den Kopf gestellt. Alles. Mein Empfinden für sie ist Mitleid, weil sie aufgehört haben zu suchen und sich dem Diktat des Menschen unterworfen haben. Nun, unser Schöpfer hat uns wissen lassen, dass wir nicht auf den Arm eines Sterblichen vertrauen sollen. Also warum tun sie es? Es ist einfach schrecklich. Nun, für diejenigen, die die Liebe für unseren Schöpfer noch empfinden und seinen Namen anrufen, für die wird es Erkenntnis geben in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und in der letzten Zeit, bis zu dem Zeitpunkt, wo unser Schöpfer sich wieder offenbaren wird. Und er wird sich offenbaren. Er wird eingreifen in das Geschehen, so wie er es verkündet hat. In den letzten Tagen werden die Menschen erkennen, dass er ist. Doch viele werden auch dann keine Erkenntnis suchen und weiterhin böse zueinander sprechen und agieren. Und sie werden keine Liebe empfinden für ihren Nächsten und keine Hilfe ihnen geben. Sie werden alle Gesetze der Natur missachten und die Kreaturen schänden, die auf der Erde wandeln und in den Meeren schwimmen und in den Lüften sich bewegen.
ihr Lieben, seid weise, lernt die 10 Gebote und ruft den Namen des Schöpfers an, denn er und nur er, der euch geschaffen hat, kann euch retten. Kein Mensch kann euch retten. Bedenkt, ihr seid schon einmal gefallen aus dem Himmel und ihr kommt nicht zurück, weil ihr die Zeit nicht genutzt habt hier auf Erden, um zu ergründen, warum ihr gefallen seid. Mein Rat werdet ihr sicherlich wieder verwerfen. Aber aus meinem Munde hört ihr immer und immer wieder diese Worte. Haltet die Gebote, haltet die 10 Gebote und ruft den Schöpfer mit seinem Namen an und verwendet keine Substitute, keine falschen Namen, keine griechische Übersetzung oder römische Übersetzung oder chinesische oder was auch immer ihr in eurem Kopf tragt. Am Ende dieses kleinen Filmchens sollt ihr wieder wissen, für was mein Geist steht. Denn mein Körper wird nicht mehr lange unter euch sein. Halleluja, Eshad. Halleluja, Eshad. Halleluja, Eshad. Yahuwah ist einer. Er war einer und wird immer einer sein. Der Schöpfer des Himmels und der Erden, der Schöpfer aller Lebewesen, der Schöpfer allen Seins. Seid gesegnet. Seid gesegnet. Shalom.